you're mad, I'm back. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hier, bevor das eigentliche Video anfängt, eine kurze Storytime. Und zwar basiert dieses Video darauf, dass ich letztens nach Mannheim eingeladen wurde von den Jungs von Pieces und mir dort aus deren Lager das eine oder andere Vintage-Teil mitgenommen habe. Jedenfalls habe ich mir gedacht, komm, Mannheim, dort warst du noch nie und was ist dort in der Nähe? Straßburg, nehme ich meine Freundin mit und mache einen Tag danach halt einfach ein bisschen Urlaub in Straßburg. Ich natürlich als Sightseeing-Tourist, der da natürlich das ein oder andere Foto machen möchte, nimm meine Kamera mit und lasse meine Kamera natürlich, weil, warum nehme ich sie auch mit? Einfach im Auto, im Rucksack. Und was passiert? Meine Kamera wird aus dem Auto geklaut. Sehr schlau von mir, wirklich sehr schlau von mir, eine Kamera im Rucksack im Auto zu lassen. Aber im Grunde ist es auch traurig, dass man heutzutage nichts im Auto liegen lassen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass da die Scheibe eingebrochen wird. Aber was soll man machen? An die Franzosen, die mir meine Kamera geklaut haben, auf jeden Fall. Ich kann kein Französisch, aber du fies de pute. Dafür reicht's auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Ich hoffe, ihr werdet auf alle Fälle kein Glück in den nächsten Wochen und Monaten haben. Vielleicht hat's der ein oder andere jetzt schon am Bild oder an anderen Sachen im Video gemerkt. Ich musste mir jetzt eine neue Kamera kaufen. Neues Mikrofon kommt jetzt auch demnächst. Deswegen ist vielleicht die Tonqualität nicht ganz so gut. Ansonsten hatte ich eigentlich einen richtig coolen Vlog für euch geplant. Ich hatte mich an einem Vlog versucht. Der ist natürlich weg, weil die SD-Karte in der Kamera war. Die Aufnahmen, die ich in Mannheim gemacht habe, sind auch alle weg. Da muss ich euch heute in diesem Video die Sachen, die ich mir bei Pieces ausgesucht habe, relativ unspektakulär in meinem Zimmer zeigen. Tut mir leid, aber dafür gibt es eine kleine Entschädigung. Wir haben natürlich auch was Spektakuläres für die Jungs von Pieces abgedreht. Den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung und nach diesem Video könnt ihr dort gerne vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich mir ausgesucht habe und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Natürlich erstmal einen Schluck aus der eiskalten Wasserflasche, natürlich nur Glasflaschen, weil wir sind umweltbewusst. So, das erste Teil, was ich euch zeige, ist einmal dieser Vintage-Pullover von Nike. Ich glaube, das erste Kleidungsstück, natürlich in dem Fall abgesehen von Schuhen, das ich von Nike besitze. Der gefiel mir wirklich sehr gut, weil er so ein bisschen weiter geschnitten ist. Also wirklich so auch diese 80er, 90er Jahre Optik hat. Ist ungefähr der gleiche Blauton wie der Hundepullover, den ich habe. Und ja, ich würde sagen, das Blau gefällt mir sehr gut. Mir steht Blau meiner Meinung nach auch sehr gut. Ich fand die Nike-Logo-Stickerei, die zentral auf der Brust platziert wurde, recht interessant. Ist mal was anderes als jetzt hier links. Bündig auf der Brust oder halt so einmal komplett über den Pullover drüber. Ist definitiv ein schöner, entspannter Pullover, auch für ein etwas sportlicheres Outfit. Die Farbe gefällt mir sehr gut und wenn ihr derartige Vintage-Pullover mögt, dann schaut definitiv bei Pieces vorbei. Deren Online-Shop ist auf alle Fälle voll von solchen Pullovern. Die haben mir auch gesagt, dass derartige Pullover immer heiß begehrt sind. Die sind immer meistens nach 1-2 Minuten ausverkauft. Ich konnte mir Gott sei Dank einen ergattern, weil ich natürlich live vor Ort war. Und ja, ansonsten sehr schöner Nike-Pullover, gefällt mir sehr gut und das ist das erste Teil, was ich mir ausgesucht habe. Das nächste Teil wäre einmal dieser Half-Zip von Ralph Lauren. Ich wurde letzten Winter schon gefragt, woher ich denn meine ganzen Half-Zips habe. Ich habe ja zum Beispiel noch diesen hier von Chaps. Der hier ist auch noch von Chaps. Und hier habe ich noch einen weiteren in Lila von Ralph Lauren. Ist wirklich sehr empfehlenswert für den Winter. Also wie schon gesagt, ich wurde letztes Jahr sehr häufig gefragt, woher ich die denn immer habe. Ich habe die von Pieces. Die haben wirklich auch eine sehr große Auswahl derartiger Pullover. Für den Winter hervorragend. Mir gefiel die Farbe auch sehr gut. Dieses Khaki-Grün und auf der Brust natürlich der lilane Ralph Lauren Reiter. Weil ihr wisst Bescheid, lila. Die beste Farbe, die es gibt. Also die Farbkombination hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wir stehen jetzt die kalten Jahreszeiten vor der Tür. Und da bietet sich so ein Pullover definitiv an. Ist vielleicht nicht für jedermann was. Ist halt ein bisschen altbackend in dem Fall. So ein bisschen so ein Opa-Pullover. Ist halt was anderes als jetzt der Nike-Pullover. Aber für Leute, die derartige suchen, auf jeden Fall eine feine Sache. Und das ist das zweite Teil, was ich mir geholt habe. Das dritte und letzte Teil wäre einmal dieses Vintage-Langarmhemd von Yves Saint Laurent. Ist für mich persönlich auch mal was anderes, weil ich ja eher nur Kurzarmhemden von Yves Saint Laurent hatte. Jetzt ist es mal ein Langarmhemd. Die Farbe hat mir sehr gut gefallen. Ist halt in so einem Bordeaux-Rot mit etwas Weinrot und lilanen Akzenten. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist natürlich auch wieder so ein etwas altbackenderer Stil. Also jetzt auch nichts für Leute, die sich relativ modern kleiden. Wir haben hier wieder relativ schlicht auf der Brust das Yves Saint Laurent-Logo gestickt. Und ich kann ja jetzt mittlerweile... Kann ich das machen? Ja, ich kann einfach jetzt hier vor die Kamera gehen, weil ich habe ja jetzt einen Autofokus und kann euch das einfach jetzt mal so zeigen, ohne dass ich viel Aufwand dafür betreiben muss. Das gefällt mir definitiv an der neuen Kamera, muss ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Ist halt auch ein Hemd, was man vielleicht mal auf entspannt so abends anziehen kann, wenn man mal ein bisschen essen geht oder
mit der Frau den ein oder anderen Opernball besucht, wie auch immer. Also definitiv ein sehr schönes Hemd. Und vor allem auch wieder in einer Farbe, die mir sehr gut gefällt. Streifenmuster, auch meine Favoriten bei Hemden. Ich bin ja eher der gestreifte Hemdenträger und nicht der karierte oder Blanko-Hemdträger. Ja, ansonsten könnt ihr mir gerne zu den Sachen eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen unspektakulär. Wir hatten eigentlich einen relativ coolen Vlog und alles in Mannheim geplant, aber wie schon gesagt, da haben uns die Franzosen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die alten Froschfresser. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen, das war's in dem Fall schon. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, in der Beschreibung vorbeischauen. Dort habe ich euch das Video von Pieces verlinkt, das ist schon relativ interessant geworden. Da haben die mich so ein wenig durch ihr Lager geführt, haben mir gezeigt, was die so alles da vor Ort haben, haben mich ein bisschen gefragt, was halte ich davon, was halte ich hiervon. Wenn euch das interessiert, dann schaut dort gerne vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut bei mir gerne bei Social Media vorbei, bei Instagram und Snapchat, was es da alles gibt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bedanke mich in dem Fall für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.